Herr Wanderwitz, also genau jene Ostdeutschen, die die friedliche Revolution in der DDR mit angeschoben haben, mitgetragen haben und auch dafür geführt haben, dass es einen demokratischen, friedlichen Wandel gibt, die jetzt hier sozusagen unter Generalverdacht zu stellen, halte ich für falsch. Wir müssen weiter intensiv gegen Rechtsextremismus kämpfen und ich lehne es auch ab, von vornherein, dass hier immer mit dem Finger auf Ostdeutschland gezeigt wird und so getan würde, als wäre in Westdeutschland die Welt in Ordnung, was Rechtsextremismus und andere Fragen betrifft. Es ist eine Herausforderung für Gesamtdeutschland. Marco Wanderwitz, ich will als erstes sagen, dass er aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Arbeit macht und ich ihn sehr schätze. Und dass er natürlich Probleme angesprochen hat, die uns alle Sorgen machen. Aber meine Herangehensweise ist dabei immer die, dass in der Demokratie jede Bürgerin und jeder Bürger zählt und dass wir auch versuchen müssen, auch wenn das nicht zu einem Zeitpunkt immer gelingt, Politik für jeden Bürger zu machen. Und deshalb ist das natürlich beschwerlich, wenn Menschen sich von der Demokratie abwenden. Das ist ein Verlust für unser Gemeinwesen. Es macht auch unser Zusammenleben sicherlich schwieriger. Aber ich werde mich nie damit abfinden, dass man das als gegeben hinnimmt, sondern immer weiter dafür arbeiten, auch wenn es manchmal lange dauert, einen langen Atem verlangt, jeden auch wieder für die Demokratie zu gewinnen und jede.